So, dann starten wir mal die Aufnahme. Also Leute, der Plan jetzt ist es, noch ein paar Eide abzuholen. Eide, Eide. Das erste ist ganz, ganz easy und das müsste eigentlich von hier aus direkt funktionieren. So. Glaube ich. So, weil Trophäenleitschaden, das ist die einzige, die ich mir durchgelesen habe, einfach nur die Bitte nochmal ansprechen. Guckt sie euch an. Niederknien. Eid leisten. Warum habe ich die Trophäe nicht geholt? ja. Ich weiß ja bis heute nicht, was die Eide eigentlich so bringen. Also es ist ein bisschen, Oh, Ring der Sonnenprinzessin. Ja, so ein bisschen, dass es so Story Progress mit oder gibt, dass ich irgendwelche Türen wie bei dem Chaos-Ding da, aber. Was sie so richtig bringen, weiß ich nicht. So, sehr schön. Schöne Brüste. Pass auf, dann haben wir jetzt das. Krieger des Sonnenlichts. Ich glaube, das ist die Quest mit dem. Achso, ja, weil es die PS3-Version ist, kann ich gerade nicht sehen, wie man die bekommt. Machen wir das anders. So. Blade of Darkmoon? Ne, das habe ich. Warrior of Sunlight. The cavern is located in the undead burg past the bridge where the Red Dragon resides. You'll probably have to kill in order to reach that place safely. It's advised to do this during a second playthrough. Okay, dann machen wir das nicht. Warrior of Sunlight. Achso, das habe ich gerade gelesen, ja. Yeah, Forest Hunter. The Forest Hunter Covenant is located in the Darkroot Garden and more specifically right after the door that you unlock by using the Crest of Artorias, which is bought for 20,000 souls from the blacksmith, blah blah. Past the four hunters that guard the area is a building with a talking cat. If you talk to it and answer yes to it, you're allowed to join the Covenant. As soon as you are given the option to join, you will unlock the trophy. Okay. Okay, das, sollte machbar sein. Die habe ich nämlich nicht gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt in den Finsterwurz Spaß und da gibt es ja keinen direkten Ort hin, also hier rüber. Eide bringt je nach welchem Eid immer irgendwelche Items beim Vertiefen der Eide. Okay. Trophäen bringen die, ne? Also ich muss wieder beim Artoria zu Wappen dahin, das ist okay. Krieg ich hin. Gar kein Problem, Freunde. Vor allem ist ja doch alles Silbertrophäen, ne? Das ist eigentlich ganz nice. Dark Souls ist ein easy Platin-Game. Ja, es haben, wie viel? Ich glaube 8% oder so Platin. Ich glaube, alle Leute, die Dark Souls Remastered gespielt haben, sind ja die Dark Souls Pros oder Fans, die es halt sowieso kennen und dann natürlich alles haben wollen. Ich glaube, so ultra schwer ist es halt wirklich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass du hier, weiß ich nicht, was machen musst. Härter als das Spiel durchspielen. Zweimal ist es nicht, glaube ich. Oder zweieinhalb Mal, wie mir ja gesagt wurde. Was ich immer noch eine weird Anzahl finde, aber okay. Ist halt nicht das Dark Souls der Fun Racer. Crash Team Racing planieren ist ja so easy. Einfachste Platin-Trophäe, die ich habe. Und gleichzeitig die seltenste, glaube ich. Ja, nicht die einfachste. Nicht ganz. Das Vertiefen mancher Eide ist für manche Trophäen relevant. Stichwort Zauberpyromantien und so weiter. Ah ja. Gut, das ist dann was, was ich dann aber im zweiten Playthrough schön mit Guide mache. Und wenn ich mal irgendwas nicht checke, dann frage ich Tobi. Ich werde dich verkacken, auch beim zweiten Run irgendwelche Sachen. So, was stand hier? Genau. Past 400 that guard the area is a building with a talking cat. Mit den Guardians. Hey, wer steht denn da? Oder bist du? Ach nee, du bist. Ach, du bist der. Ich dachte gerade wirklich, das wäre ein Kumpel. Ja gut, ich weiß natürlich nicht, wo das Gebäude ist. Ich renne mal irgendwo lang und habe Hoffnung, dass ich es einfach irgendwie durch Zufall finde. Hey.
Frau Pfeile auf mich zu schießen. Komm hier hoch. Hallo, ne? Das ist ein Geist. Ja, nun. Da ist auf jeden Fall irgendwas Gebäudiges. Würde mich in Ruhe lassen? Nur bis ich hier bin. Oh oh. Ja, ja, komm Jungs, ist okay. Lass mich in Ruhe. Sieht mir nicht so ganz richtig aus, auf jeden Fall. Ach, Kumpel. Warum versuchst du es eigentlich? Stärker als du. Machen doch erstaunlich viel Damage, wenn ich das mal so sagen darf. Harf. Schon das richtige Gebäude. Sehr schön. Harek Potar. Ups. Eine sprechende Katze soll da irgendwo chillen. Was als nächstes? Ein Helikopter aus Haaren? Ich lese im Gebäude, denke ich mir so, im Gebäude halt und nicht hier hinter. Hier irgendwo unter der Brücke oder so, ne. Wenn der Eid aktiv ist, greifen dich die Hans Günther nicht mehr an. Ah, die Hans Günther ist auch eine schöne Bezeichnung. Apropos Hans Günther. Warte, ich hab doch hier so einen schönen neuen. Hallo, ich hab B gedrückt. Das wollte ich tun. Hans-Peter Kerkeling. Der hat ein Spinnenschild. Oh, hi, na? Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Is but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Well, indeed, thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a covenant. Parling! Entweder war es ein PvP-Gebiet. Okay. And here. Ey! Okay. Ich wollte schon sagen, ey. Katzeneidring. Schau mal noch rein in meiner Keule. Eigentlich juckt mir das gar nicht, was ihr erzählt. Ich wollte nur die Trophäe haben.
Katze ist gruselig von der Seite, ja. Und ein breites Maul. Wie viel laberst du, Junge? Geh doch weg. Ich will jetzt auch nicht einfach weggehen. Also, das nächste Covenant scheint auch wieder ein bisschen doof zu sein, nämlich Highly Missable. In order to able to join it, do not speak to the serpent in Firelink Shrine framed after you acquire the Lord Vessel. Achso, das ist die Fette Schlange, ne? Oder? If you do, you'll place it at the Firelink Altar and lose it. Ah, okay, habe ich schon verkackt. Okay, dann weiß ich aber im zweiten Run, ich darf, nachdem ich das Lord Vessel bekommen habe, nicht mit dem reden. Even if you place the Lord on your own, you'll miss your chance. After you get the Lord Vessel and you defeat the four kings in the Abyss, you'll meet the evil serpent. Ach, das ist das, was Tobi angesprochen hat, ne? You have to talk and place the Lord Vessel with him in order to burn the covenant. But when you come, you get the dark. Ja, okay. Das kann manchmal eine easy soul farm sein, wenn mehrere Gegner in einer Welt invaden und die anderen sterben. Okay. Was haben wir als nächstes? Path of the Dragon Covenant. To get this covenant, you need to reach a secret area called the Ash Lake, accessible from the Great Hollow Area. Okay, Tobi, los mich mal zum Aschesee. Da will ich jetzt hin. So, dann muss ich erstmal wieder zurück. Die greifen mich jetzt nicht an, die Hans-Peters, ne? Ah, kann ich sie töten? Ah, ich lasse es mal lieber. Kann mit ihnen reden? Das ist ja eine Frau, sage ich jetzt einfach. Hätte auch ganz cool, jetzt auch nochmal das Gebiet auf einmal zu, auch einmal zu sehen. Der Pop-In, habt ihr gesehen? Schmutzspiel, so. Muss ich jetzt Chaoswesen, hier Tochter des Chaos, genau. Das nächste ist auch wieder Highly Missable, mal gucken. Gravelord Servant. Chaos Servant, danach, das habe ich. Okay, also es gibt auch ab jetzt nur noch zwei, die ich potenziell holen kann. Mal gucken. Jo. Geh nach Schandstadt und such dort einen Ast zum Hochklettern, beziehungsweise eine Wurzel, und dann meine ich auch Wurzel. Also muss ich gerade checken, wie man hier nochmal wieder rauskommt. Gravelord kannst du nicht mehr bekommen, okay. Traverse through the catacombs, you come across the lightning demon. Muss ich echt beim zweiten Run auf jeden Fall aufpassen. Ich verkacke doch bestimmt irgendwas. Ich so einfach im Gedanken. Naja. Moment. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich muss nach oben. Ich muss einfach nur raus und nicht den hier nehmen. Du hast falsch. Ja, ich hab's selber gemerkt gerade. Ich muss hier einfach nur raus. Warte, wo ging's nochmal raus? Da ging's. Ich muss nach oben, ne? Schon besser. Vor das Telefon gerade. Ich entdecke neue Möglichkeiten meiner eigenen Existenz. Ja, am besten das Leuchtfeuer suchen, was du genutzt hast, um zu Quelak zu gehen. Ja. Ah ja, ich weiß auch noch, wo das war, ja. Jetzt ist doch Schandstadt bestimmt gar kein Problem mehr, einfach. Ich messer mich hier einfach durch. Dann ist gut. Stimmt's, Jungs? Eigentlich muss ich ja noch einmal Vitalität leveln. Dann habe ich, glaube ich, genau wieder den Balken voll. Ach, die Trolle. Auch wenn die mir wahrscheinlich mittlerweile gar keine Probleme mehr machen, aber... Naja, ne? Man muss es nicht provozieren, sage ich mal. Wenn ich vergiftet werde, ist übrigens ein Problem, ne? Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Da drüben war das, ne? Was bist du denn für einer? Nee, da hinten. Ich weiß ja nicht mehr ganz genau, wo das war. Nur so grob. War das hier hinten ganz oder war das noch weit? War das denn nicht so weit? Ach Scheiße, Alter. Da drin ist es, ne? Ich glaube da drin. Oder? Ich sehe es gerade auch einfach nicht. Doch, da ist es okay. Ha. Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt keinen Bock, mich vergiften zu lassen. Das ist mir jetzt nicht wert. Dann sterbe ich lieber. Okay, der wenigstens nichts aus hier. Das Kerlchen hier. Ah, ja, komm, Alter. Oh. Boah, Junge. Okay. So. Töte die Blumen-Dietroller mal. Wir wissen, was die Olle droppt. Zu spät. Oder meinst du jetzt die gerade, die ich gekillt habe? Nein, nichts droppt. So, wo jetzt hin? Wahrscheinlich wieder nach oben, ne? Wurzel. Achso, schon direkt hier. Okay. Ich erwische das Viech. Nicht Holzweg. Da bin ich wohl aus dem Holzweg, wa? Also eine Wurzel, die ich irgendwo hochlaufen kann. Da hinten sieht's sehr... Das sieht sehr gut aus, da hinten. Aber nicht so viel Spaß, wenn ich hier durch den Sumpf laufen muss, auf jeden Fall. Dann kann ich, glaube ich, stehen. Hey! Wenn ich darauf jetzt nicht... Oh, ich stehe im Sumpf. Hoppala. Wenn ich darauf jetzt nicht stehen kann, dann habe ich ein Problem. Ach komm, ups. Ich wollte mit 4 angreifen. GG. Ach ja. Das ist der letzte Eid, den ich mir jetzt hole. Ist doch cool. Ein Item da oben gegen die Wand hauen. Okay. Tut dir not spawn randomly. Ein Secret im Secret, das ist ja wie in Donkey Kong Country 1, ey. Sehr ekelhaft. Okay. Immer wieder spannend, dadurch zu hasseln. Hä, hey, ist doch gar nichts. Hm. Ah! Menschlichkeit. Oh. Die große Leere. Mhm.
Alter, wie ist der abbrechen, wenn man dagegen läuft? Sehr cool. Viel Spaß in dem Gebiet. Das klingt nicht sehr nett. Also so, dass es jetzt gleich brutal wird. Hey, ich wollte eigentlich springen, aber das Spiel wollte nicht. Ja, und waren Wandtausende. Ja, spring ich da mal rauf, ne? Dip 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 dip. Hey, eine Leiter. Juhu! Noch eine Leiter. Juhu! Ah, oh Gott. Oh, oh Gott, Hilfe. Ich bin ins Loch gefallen. Ich bin tot. Cool! Wenn du ganz unten bist, ist rechts in der Düne ein Bonfire. Oh Gott im Himmel! Na herrlich. Vielleicht war da eins. Ich kann noch mal richtig gucken. Irgendwer ist verstorben. Oh, okay. Das ist natürlich eine Sache, ne? Dumm sein ist eine schlechte Option in diesem Fall. Hier bin ich eben gar nicht lang, oder? Interessant. Ich habe eine Abkürzung genommen. Ich Frechdachs. Ich frecher Frechdachs.
sich noch jemand suizidiert? Im Falle von Dark Souls oder Videospielen allgemein tatsächlich eine gute Option. Ach, jetzt die Leiter. Schlau sein. Ich versuch's ja. Das klappt nicht immer so gut. So, was ist das Geheimnis hier? Hier kann ich einfach easy runter eigentlich schon mal. Da nehme ich diese Chance auch einfach wahr. So. Ja, okay. Stößt das alles mit der Zeit ein oder wie funktioniert das hier? Ich glaube ja beinahe. Aber hier wird es nicht einstürzen. Gefällt mir gerade nicht. Nein, ihr seid die Vergifter. Ihr seid die Vergifter! Warum will ich diesen Eid holen? Was habe ich mir dabei gedacht? Können wir das mal verraten? Ja, ich weiß, es ist halbiert. Es ist halt doch dein Maul, Mann. Was davor? Stimmt! Ich habe ja welche gekauft. Oh mein Gott. Ich bin ja so gut. Aber egal, ich lasse es jetzt erstmal. Ich heile mich mal noch nicht. Ich mache das erst, wenn ich unten gekommen bin. Der Damage von den Viechern ist nicht das Problem. Alter, danke, dass du mich daran erinnert hast. Lull, das hätte ich voll vergessen. Ich wäre einfach wieder zu ihm hingerannt, hätte mir was gekauft und festgestellt, auch fick die Henne, Alter. Ja. Oh, falsche Richtung, Moment. Junge! Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Kann ich so ein bisschen. Oh. Ja, so auf jeden Fall nicht. Ach Mann, ey. Vielleicht war es nicht die klügste Idee, das noch holen zu wollen. Ah komm, muss ich hier später nie wieder rein, wenn ich so genügend Platz mache. Warum? Warum schon wieder Kniebeugen? Was habe ich euch getan? Und 20 damit, ja. Dann bleiben nur noch 10 und ihr habt alle gemacht, die es gibt. Herzlichen Glückwunsch. Hast du den Kniebeugenvorrat aufgebraucht? Du musst dann nochmal runter für den Zauber, soweit ich weiß, in dem Gebiet. Ach, leck mich doch. Ah. Beim Leuchtfeuer aktiviert im Game Plus, dass man sich da mal hinporten kann und so. Das war ein Scherz. So, hier gehe ich dann wieder direkt runter. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Damit ich hier gar nicht erst nachdenken muss, wo ich eigentlich runter sollte. Ah, hier geht's runter. Das sieht gut aus. Verpiese dich. Die Schatten. Die Schatten durch die Äste. Die Äste werfen keine Schatten. Make sense. Oh. Muss ich vor den Pennern hier auch aufpassen? Die Schatten. Die sind voll kaputt. Also was ist kaputt? Die sind einfach nicht gut gemacht. Aber hey. Porten geht nicht, weil die Erlaube jetzt ja wieder nach unten ins Maul erst kommt. Naja, ich weiß.
Oh, die Leiche habe ich gesehen. Schön. Seid ihr nicht eigentlich Freunde? Ich habe noch jemanden von euch kennengelernt im DLC. Oh, Nebelwand, das wäre fein. Aber jetzt so ein Boss. Das wäre funny. Der Aschesee. Oh, das sieht ja aus. Das sieht cool aus. Oh, nur eine Hydra. Das ist ja funny. Ja, die Musik geht ab. So. Jetzt ist mal ganz wichtig. Wie ist das Ding noch? Ja, Erläuterungsstein. Fein. Sehr fein. In voller Größe, das Ding. Muss ich jetzt noch eine Hydra besiegen oder ist die scheißegal? Ich hoffe, die ist scheißegal. Wenn du beim Eid bist, schlag den Drachen auch den Schwanz ab für eine Waffe. Das klingt nach, ich muss sie besiegen. Also ein cooles Gebiet. Gut, dass wir hier nochmal hingegangen sind, auf jeden Fall. Muss ich hier runter? Ich gehe aber hier runter. Vielleicht doch nicht. Ihr Fickschnitzel. Ja. Danke für nichts! Toll. What the fuck? Ja. Was auch immer, Spiel. Ist mir doch egal. Darf gerade. Ich geh einfach mal weiter, ne? Das wird wahrscheinlich am Ende dann warten hier. Ich hab keine Ahnung. Oi.
Joa, ne? Mein Gott, wie lang ist denn dieser Weg? Bitte. Danke, Leuchtfeuer. Hallo? Zu dem immerwährenden Drachenbeben. Mehrzahl. Ah. Drachenkopf, Stein, Drachenauge. Okay. Geil, dann kann ich mich jetzt verpissen. Oh Gott, ey. Kann man sich hier importen? So aus Interesse? Nö. Nö. Dungeon der Stadt. Schön. Okay. Setz den Kopf mal auf. Den Schwanz abtrennen, ach ja. Macht ihr das nicht ein bisschen mad so? Okay. Das juckt ihn einfach gar nicht. Aua. Hm. Na gut. So, was habe ich gerade bekommen? Ich weiß nicht, was ich gerade bekommen habe. Oder habe ich gerade was? Ich habe keine Ahnung. Drachenkopfstein. Das ist hier nicht mit bei, oder? Da. Ach so, Also jetzt hier reinlegen. Geht nicht. Muss ich meinen Kopf dafür absetzen? Nö. Doch. Schön. Fällt mir. Hört das auch wieder auf? So, ich hau jetzt ab. Und Leute, gleich ist es soweit. Ich mache das Finale. Wir machen jetzt Manus hier nicht mehr. Es ist zu spät und ich habe auch keine Lust mehr. Verliere ich den Kopf auch wieder? Hilfe. Letzte Folge gleich, ja. Tatsächlich. Glaube ich. Mal gucken, welche Nummer. Muss ich erstmal gucken, wie viele Folgen wir gerade überhaupt haben.
92 plus 93, 94, 95, 96, 97, 98. 98. Also bleiben unter 100. Juhu! Nun. In diesem Fall, so blöd es auch klingt, würde ich sehr gerne meinen Kopf verlieren. Muss ich tatsächlich sagen. Mein Kopf verschwindet, glaube ich, nicht mehr. Naja. Ich mache jetzt mal, ich beende jetzt mal die Folge und dann mache ich 20 Kniebeugen und vielleicht ist der Kopf dann ja wieder weg. Ich glaube, der verschwindet nicht mehr. Hilfe. Bis gleich oder so.